Das war eine Aktion gewesen, jetzt am Wochenende, wo wir den Leuten zeigen konnten, wie es aussieht jetzt bei uns. Na, ob jetzt bei uns im Restaurant oder auch hinten in der Ortschaft drüben. Weil wir sind ja alle betroffen, sitzen ja alle in einem Boot und das war so die Aktion. Weil man sieht von außen, sehen die Häuser alle wieder schön aus, sag ich mal. Oder man sieht da kaum was. Aber jetzt die Fenster aufzuhaben, die Leute können reingucken, die können sehen, was hier eigentlich los ist. Und dass man sieht, es ist ja wirklich alles weg, alles kaputt. Und ja, die heile Fassade, sag ich mal, die ist innen kriegsmäßig, sag ich jetzt mal so. Ob das die Innenarchitekten sind, der Architekt, die ganz vielen tollen Helfer, ja, die sorgen dafür, dass wir wirklich jetzt ab dem 2. September wieder in den Start gehen können. Wir sind dabei, die Toiletten neu zu renovieren. Hinter mir, man sieht so, da wurde ein Steg gebaut, damit das dann der Gang ist zu den Toiletten hin. Und ich will auch nicht so viel verraten, ich sage einfach nur, lasst euch überraschen, kommt vorbei ab dem 2. September, 16 Uhr. Ja, diese Regenschirmaktion. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die wirklich tatkräftig unterstützt haben. Wir haben so viel gekriegt, damit haben wir gar nicht gerechnet. Danke erstmal dafür. Ich will auch nicht so viel verraten. Ab dem 2. September kommt vorbei, schaut euch an, was mit euren Schirmen passiert ist, was sonst noch alles hier passiert ist und wir freuen uns auf euch.